Ohren. Ein Podcast mit Shelly und Christiane. Heute Shelly und Christiane basteln einen Adventskalender. Shelly, guck mal, was ich hier habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24. Wow. Ja, Adventskalender. Hattest du die letzten 4 Wochen nichts zu tun? Ja, eigentlich schon, aber mit unseren tollen Standsformen geht das ja relativ zügig. 24 von diesen kleinen Mini-Scheichtelchen. auszustanzen. Guck mal, ich habe hier auch was. Die Arbeit kommt jetzt. Ja, siehst du, bist genauso weit wie ich. Schachtel fertig. In endlich. Deko kommt dann die nächsten 4 Wochen. Nein. Nicht? Deko liegt hier schon. Deko wird nur noch geklebt. Ah, wunderbar. Ich muss meine noch erstellen. Und wenn ich das dann gemacht habe, muss ich mir auch noch überlegen, was da reinkommt. Wer kriegt den denn? Naja, also meine Mutter bestimmt nicht. Der habe ich letztes Jahr einen gekauften geschenkt. Der war innerhalb von 3 Tagen leer. Da habe ich vor 35 Jahren noch Schimpfe für gekriegt. Ja, wie nennt man das? Fehlende Impulskontrolle? Ah ja, so ungefähr. Also, oder einfach, ich bin erwachsen, ich darf das. Ja, richtig. Vielleicht sollte ich ja einfach 24 Teile in eine Tüte packen, kann sich jeden Tag eins rausnehmen. Muss ich den blöden Adventskalender für Sie nicht basteln, weil das unendlich viel Aufwand ist. Aber ich muss zumindest einen machen für meinen Blog. Und dann verrate ich nicht, wer noch einen kriegt, weil sonst wäre ja die Überraschung weg. Stell dir mal vor, einer unserer Hörer würde einen Adventskalender kriegen, der wüsste das schon im November. Wäre ja nicht gut. Genau. Prost übrigens, ne? Mich ohne Cola gibt es ja hier nicht. Auch Prost, nicht ich. In Podcast. Guck, Kaffeetasse. Ja. Von The 4 Buchstaben. Mhm. Mhm. Genau. Eine 4-Buchstaben-Kaffeetasse. Könnt ihr euch jetzt überlegen, was das bedeutet? In Weiß. In Weiß. Da kann man sich an der Kasse eine von mitnehmen und dann gibt es Free Refill. Ja, im Moment glaube ich nicht. Ach so, stimmt. Ich war tatsächlich am Samstag da. Und da hatte das Restaurant bis 18.30 Uhr auf. Wir waren aber erst um 18.45 Uhr oder so da. Weil wir waren mittags schon mal da. Da war die Schlange einmal ums Haus herum. Da sind wir wieder gefahren. Das verstehe ich gar nicht. Ja. Wer kommt denn auf die Schnapsidee, samstags zu Ikea zu fahren? Die Damen vom Dorf, die nicht wissen, Ikea samstags in der Großstadt am Ferienbeginn aussieht. Hashtag Werbung. Jetzt wisst ihr auch, wo meine Kaffeetasse herkommt. Genau. Habe ich übrigens selbst bezahlt. Die kann man kaufen? Die kann man auch kaufen. Ja, für 1,45. Ich weiß gar nicht, was die kostet, die großen. Ich habe keine Ahnung. Aber die sind toll, da kann man so schöne Sachen drauf plotten. Ja, dann Hashtag Weihnachtsgeschenke. Genau, Hashtag mein alter Adventskalender. Irgendwo in meinem Blog in den Tiefen habe ich schon mal gemacht. Hm. Siehste. Also kann könnte man auch 24 Stück. Tasse in den Advent, passt nicht. Obwohl, wenn ich sie erst runterschmeiße und sie dann zusammenfege, könnte sie vielleicht in deinen eckigen Adventskalender passen. Ja, in so ein paar Kästchen davon und dann machst du irgendwo noch einen Kleber mit rein. Geil. Adventskalender to go. Nee, Kaffeetasse to go. Zum ja, Kaffeetasse. Ja. Prima. Dann machen wir noch einen so einen Instant-Kaffee und dann noch so ein Papprührer und dann noch ein Tütchen Zucker und so ein Döschen Milch und schon ist der Kaffee-Adventskalender. Nein? Okay.
Ich fand die Idee gerade nicht so schlecht. Also, wenn du vielleicht die kaputte Tasse rauslassen, wobei das ist, glaube ich, in Japan, würdest du das mit Gold reparieren? Und Habe ich auch schon mal gehört. jeder Riss irgendwie gibt halt, veredelt das Ganze nur. Ja, dann Ganz hast du spannend. hinterher eine goldene Vier-Buchstabentasse. Ich weiß nicht, ob das dann noch eine Vier-Buchstaben-Tasse ist, wenn ich die so schön zusammengesetzt habe. Ja, was gibt's denn sonst? Was kann ich denn da? Gutscheine kann man da auch immer reintun, ne? Für Vorleseabend oder für einen Spieleabend oder Oder heiße für Schokolade an der Bastelabend. Nordsee, Bastelabend. Das klingt gut, Schokolade an der Nordsee, das klingt richtig. Toll, ne? Oder für eine Seilbahnfahrt. Natürlich. Dümm. Wer kriegt denn den Adventskalender? Weiß nicht, ich nicht. Ich auch nicht. Also. Ich habe das letzte Mal Seilbahn fahren, saß ich in der Gondel mit einer jungen Mutti und ihrem Kleinkind und musste mich so zusammenreißen, dass ich nicht die Hütte zusammenschreie. Dieses Kind guckte mich eh schon immer so an, als wäre ich ein Monster. Vor Angst oder was? Ja, weil also das schaukelte so dermaßen, weil das so windig war. Und das fand ich nicht so witzig. Das quietschte so, als wenn kurz vorab. Ich setze mich sowieso nicht in eine Seilbahn, also. Ja, grundsätzlich tue ich das. Also ich habe nicht Höhenangst. Und wenn ich mir überlege, wann die letzte Seilbahn ernsthaft abgerissen und abgestürzt ist, ist auch schon ein bisschen her. Wird es mal wieder Zeit, wolltest du sagen? Nee, aber ich habe da trotzdem Angst vor. Ich habe da wahnsinnig, ich gehe da gar nicht erst rein. Als wir im Allgäu waren, jetzt im August, habe ich auch gesagt, als Bedingung, wenn ich damit fahren soll, dann fahren wir nicht Seilbahn. Und wenn doch, nehme ich den Bus auf den Berg. Ja, ich warte dann unten auf euch. Genau. Mit Kaffee und Kuchen. Ja, mit all den Und Schülern, die ebenfalls nicht fahren wollen. im Gegensatz zu mir waren das echt keine Weicheier. Okay. Sind sie alle mitgefahren? Ja Gut, dann gut, wir kannst du sind ja also nicht deinen selber Schülern angefahren. den Kalender schenken für einmal selber anfahren. Genau. Nee. Was gibt es denn sonst noch? Es gibt noch in der Drogerie deines Vertrauens noch ganz viel. So Miniaturen. Duschgel. Marke, dusch mal wieder. Das ist aber nicht nett. Du könntest auch Brillenputztücher reintun. Ja, Marke, damit du wieder mal Durchblick hast. Genau, guck mal. Warte, wo ist denn meine? Oh ja, wie süß. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das war auf einmal bei mir. Ein Brillenputztuch von Stamping Up. Das ist ja niedlich. Ja, voll gut, ne? Das wohnt jetzt bei dir. Das wohnt bei mir. Das habe ich nicht selber gemacht. Das war irgendwann bei uns Stage oder was? Vielleicht? Ich habe keinen Schimmer. Auf jeden Fall ist es da. Sehr schön. Genau, Das würde da auch ein reinpassen. Brillenputztuch würde auch funktionieren. Oder so, ganz beliebt sind ja auch diese Lippenbutter-Eier oder wie heißen die? Die sehen aus wie so ein Ei und die kann man so aufschrauben und dann ist da Nee, so finde ein ich ganz. Zeug drin. Keine Ahnung, ich Genau, kenne mich damit nicht aus, aber das ist auch so gar nicht verbastelt wird meine Welt. das, ja, verbastelt wird das Viel. relativ häufig, ne? Ja. Ja, und Süßigkeiten. Da gibt es ja ohne Ende Möglichkeiten für Süßigkeiten. Und was ich auch schon im Adventskalender verbastelt habe, ist Tee. Es gibt ja tatsächlich auch einen expliziten Adventskalender-Tee. Also, da stehen auf Mit den Beuteln schon die 24. Nummern drauf. Und dann habe ich so einen Adventskalender mit Tee gekauft, den aufgemacht und umgepackt. Dann gab es also nur noch an 5 Tagen Tee. Und dann gab es den Tee an den 5 Tagen, wo Zimt drin war. Der kann ja hier nicht wohnen.
Man muss ja praktisch denken, ne? Ja, schon, also. Die beschenkte Magd Zimt, also freut sie sich auch über Tee mit Zimt. Und hier wohnt läuft, ihr dann ja nicht mehr. Ist ja auch nicht schlecht. Man kann auch so kleine Gewürztütchen oder Rezepte in den Adventskalender packen. Mhm. Oder einfach auch mal einen guten Spruch. Es muss ja auch nicht immer finanziell ein Desaster werden, so einen Adventskalender zu packen. Denn nee, da kannst absolut du wirklich Geld versenken, ne? Wenn man überlegt, jedes Kästchen ist nur 1 Euro, dann hast du schon 24 Euro weg. Und ja, wenn du nicht 1 Euro machst, sondern 2 Euro, dann hast du schon fast 50 Euro da drin. Also da ja, in so einem Adventskalender kannst du prima Geld versenken. Ja. Ich sehe das bei meiner Tochter, die das mit ihrer Freundin immer macht. Also was die sich da in Adventskalender gegenseitig schenken, Hut ab. Haben sie vorher gesagt, 100 Euro und dann kriegt die andere das wenigstens auch? Ich weiß es nicht. Aber so in der Richtung fühlt sich das an. Können auch wow 150 sein. Krass, ja. Aber auch sowas ja ist möglich, ne? Wenn du noch Nikolaus irgendwie eine DVD oder sowas da reintust. Ja, was man vielleicht auch machen kann, wäre so ein kleines Reisespiel kaufen für 10 Euro oder was kosten die und das dann auf mehrere Tage aufteilen. Ja, was gibt es denn noch Schönes, was man verschenken kann? Man könnte auch, wo du das mit der DVD sagst, es gibt ja auch die Möglichkeit, hier so On-Demand-Streaming-Geschichten, könnte man einen Gutschein für verschenken an so einem Tag, dass du dir einen ja Film runterladen kannst oder so. Ja, oder du also machst einen Kinoabend draus, dann kann man das auch mit einer gemeinsamen Aktivität verbinden, dass man sagt, irgendwie, ich habe den Film ja hier oder wir streamen das alle gemeinsam, dann haben wir alle was davon, ich mache noch ein paar Popcorn und stelle noch 3 Bier auf den Tisch und los geht's. Tolle ja Idee. Gehen. Du stellst Bier auf den Tisch? Ja, ich muss es ja nicht trinken. Kann ja auf den Tisch stehen. Dekoratives Weihnachtsbier mit roter Nase und Ohren. Genau. Es muss aber ein Bier sein aus weißen Flaschen, weil grüne Flaschen und braune Flaschen? Braune Flaschen wäre auch okay. In Bremen gibt es aber nur, obwohl nee, es gibt auch anderes in braunen Flaschen. Außerdem, so ein grüner Rudolf sieht auch aus, als wäre der bei der letzten Fahrt schlecht geworden. Mhm. Das stimmt. Ja. Früher hätte ich noch einen Schlittenfahren-Gutschein reinpacken können. Konnte man bei euch Schlitten fahren? Ja. Ich kann, bin glaube ich mit, weiß ich nicht, 4 oder 5 oder so. Also es gibt hier ja sowieso keine Berge, haben wir ja schon festgestellt. Aber wir haben so ein kleines Hügelchen, wo man also so vielleicht 5 Meter runter kann oder vielleicht sind es auch 10. Dann ist das Hügelchen zu Ende. Das war, glaube ich, als ich 4 oder 5 war, das letzte Mal so ein bisschen eingezuckert. Also ich hatte einen Schlitten als Kind, der sah aber ziemlich unbenutzt aus, als meine Eltern den entsorgt haben. Ja, und wir hatten das tendenziell mit dem Schlittenfahren eher so. Wir hatten Pferde zu Hause. Und mein Pferd, also unsere alle Pferde waren eben auch eingefahren. Das heißt, du konntest auch Kutschen mit denen fahren. Also, was machst du als findiges Kind? Du ziehst dem Pferd das Kutschgeschirr auf, hängst aber keine Kutsche hinten dran, sondern setzt dich auf deinen Schlitten, hängst ein paar Schlitten hintereinander weg. Und dann lass die Kapelle über die verschneiten Straßen. Okay. Und wenn du Arsch bist, dann ziehst du den Schlitten, der an deinem dranhängt, einfach los und haust mit dem Pferd ab und alle anderen bleiben zurück. Ups. Das war sehr lustig. Ja, aber das setzt ja Schnee voraus, das gibt's hier nicht. Ja, den hatten wir damals tatsächlich noch. Ich habe ja im Sauerland gewohnt und so auf 400-500 Meter Höhe hast du dann auch Schnee. Und da werden auch die Straßen, zumindest die in den Siedlungen, nicht geräumt, weil du auf festgefahrenem Schnee besser fahren kannst als auf einer Eisdecke, logischerweise. Und da konnte man dann wirklich auch gut fahren. Hm. Also wenn es jetzt hier schneit, merkst du genau, wo das Sauerland anfängt oder auch zu Ende ist und wo eben ja das Flachland anfängt von den Leuten, die keine Ahnung haben, wie man mit Schnee umgeht.
Das war immer ganz furchtbar, als ich noch in Paderborn gewohnt habe. Ich habe ja in Paderborn studiert. Da hattest du dann, oh mein Gott, drei Schneeflocken. Wir müssen alle Weltuntergangsstimmung. 20 fahren. Genau. Das war sehr, ja, du hast genau gemerkt, wer eben mit Schnee konnte und wer halt eben auch nicht. Das war immer sehr, sehr spannend. Ja, Das also ein Gutschein für Schlittenfahren. Boah, da hätte ich mal wieder richtig Bock drauf. Aber ich fürchte, dafür musst du jetzt echt in die Berge fahren. Ja, oder ich will ja keine Werbung machen, aber es gibt ja so Skizentren, wo man dann Ski, da kann man, also die, ich sitze ja immer im Restaurant und gucke zu, aber da kann man dann auch auf dem Lernhügel mit dem Schlitten fahren. Oh. Ja. Wup, wup. Da haben wir, ich glaube, im vorletzten Jahr, da habe ich mit Freunden da mal so eine Tour gemacht. Wir haben bei Alle uns in, Schiedsrichter. genau, einmal in Bottrop, einmal in Hamburg-Wittendorf, heißt es, glaube ich, und in Bisping. Bisping, Dankeschön. Da waren wir und ich habe dann also mit denen morgens irgendwie nett gebruncht und dann habe ich mir ein bisschen Arbeit mitgenommen und habe mich dann da hingesetzt und habe ein bisschen gearbeitet und habe zwischendurch immer gewunken. Wenn sie dann da den Berg runterkamen. Und dann Ja, haben sie cool. unten die Skier ausgezogen, haben sich hier in den Lift gesetzt, sind wieder nach oben gefahren. Dann habe ich gewunken, als sie nach oben gefahren sind und dann habe ich wieder gewunken, als sie wieder den Berg runterkamen. Also, die hatten Klingt auf Spaß. jeden Fall. Ich habe gearbeitet. War Hat es gut. auch ein bisschen Spaß. Ja, ich habe was geschafft, ne? Man ist halt dann auf sehr konzentriert auf das eine, was da so vor dir liegt, weil du nicht so abgelenkt bist. Und Also das Gutschein für die Schneehalle, genau. damit man ganz egoistisch mal in Ruhe arbeiten Damit man kann. mal in Ruhe arbeiten kann. Ja, da gibt es nämlich keinen Handyempfang, da gibt es nur Internet und dann läuft. Ja, mega. Genau. Und da kann man eben, wie gesagt, auch, da war also der kleine Hügel für die Kinder, der war dann auch mit Schlitten. Oder mit Kinderski. Das sah ja immer sehr süß aus. Kaum laufen können, Hauptsache schon Ski unter die Füße. Ja. Aber tatsächlich, so Schnee zu Weihnachten fände ich auch mal schön. Ja, mal wieder was. Vielleicht müssen wir einfach nach Sibirien ziehen, dann geht das bestimmt. Da springt mein Auto aber nicht mehr an. Meins auch nicht. Wir müssen ja nur hinziehen, nicht hinfahren. Doch, dein springt da noch an, Warum? weil du keinen Diesel fährst. Ach so, das ist ein Unterschied. Da merkst du dann wieder, ne, das Kind kommt doch aus dem Sauerland. Wenn wir Ja. so minus 15, minus 18 Grad hatten, dann sind die Dieselfahrzeuge in der Regel nicht angesprungen, weil es den Diesel so kalt ist. Das heißt, früher hast du einfach so 1, 2, 3 Liter Benzin in den Diesel getankt, Oha. damit der Diesel nicht einfriert. Krass. Nee, das kenne ich nicht. Sollte allerdings auch nicht mehr als das sein, weil Fängt aber schon ansonsten damit findet der an, dass Motor ich. das nicht gut. Ja, verstehe ich. Fängt aber auch schon damit an, dass ich minus 15 und minus 18 Grad nicht kenne. Das ist, wie soll ich sagen, schattig. Wir sind hier zu nah am Meer. Es wird hier nicht kalt genug. Nee, ihr seid maritimes Klima. Ja. Das kommt aus dem Golf von Weiß der Geier hier hoch mit im Winter und dann. Mexiko. Ja, du weißt ja, ne? Ich und Geschichte und ich und Geografie und ich und Chemie sind keine Freunde gewesen. Ja, es ist der Golf von Mexiko, der Golfstrom herkommt. Genau. Der macht das da in Schottland, Palmen am Strand wachsen. Ja. Und der macht, dass in Bremen kein Schnee liegt. Und Das dass, auch. wenn wir minus 8 Grad haben, dann ist das schon verdammt Ganz schön kalt. kalt. Weil es hier eben auch so verdammt feucht ist. Was man übrigens auch in seinen Adventskalender packen könnte, sind Seifenblasen.
Und wenn du dann mal wieder bei minus 8 Grad gelandet bist, dann. Ach, so eine Dose, ja. Ja, und dann musst du rausgehen und Seifenblasen pusten. Und dann sind die gefroren und klirren kaputt. Ja. Die frieren ein. Also kaputt klirren tun sie nicht, aber sie frieren ein. Das ist total irre aus. Hörst du nur nicht. Aber wenn Gefrorenes auf die Erde fällt, dann macht das klirr. Natürlich. Stimmt. In meiner Weihnachtswunderwelt macht das klirr. Ja, ich finde, wir müssen ganz dringlichst mal an Weihnachten irgendwo hinfahren, wo richtig Schnee ist. In Muttis Lieblingshotel, 30 Kilometer weiter. Was soll ich sagen? Da ist kein Schnee. Nein. Da ist es zu warm. Das Kamin, aber kein Schnee. Ein Kamin ist auch so schön. Aber ein Kamin passt nicht in den Adventskalender. Nein, aber ein Teelicht. Stimmt. So ein tolles zum Schnüffeln. Mit Winterduft. Bratapfel ohne Zimt. Ich will keine Werbung machen, aber es gibt Teelichte, die heißen Schneetannenbalsam. Das ist der Traum von einem Teelicht zu Weihnachten. Hat eine Freundin von mir immer verkauft. Damals. Ich habe aber noch welche. Kann noch mal ein paar Mal Weihnachten werden. Oh. Ja, aber die verschenke ich nicht im Adventskalender. Das sind meine. Das kenne ich. Ich habe auch so meine Sachen, wo du nicht mehr drankommst. Meins. Genau. So, was noch? Ich habe noch nicht so viele auf meinem Zettel hier. Hier, guck Hand? Mal. Kleine Büroartikel. Sowas zum Beispiel. Das oh. Für Podcast machen wir jetzt Geräusche. Jeder kann raten, was das hier ist. Wie heißen die denn im Fachjargon? Diese Klammern. Schule-Büro. Foldback-Clips, ja. Im Englischen. Wie heißt das? Aber ich weiß auch. Ja, genau. Die hatten wir auch schon mal im Programm. In In-Color-Farben. Ja. Das sind diese kleinen Klammern, mit denen man so Zettel zusammensetzt und dann kann man die Bügel nach außen runterklappen. Genau, das ist eine gute Beschreibung des Ganzen. Und hier gibt es nämlich, also erstmal sind diese hier in einer tollen Farbe und kannst du erkennen, was das ist? Schneeflocken, also okay. Eiskristalle. Toll, oder? Voll gut. Das passt doch auch total gut zu Weihnachten. Ja. Büromaterial. Oder einen schönen Stift. Oder ein kleines Notizbuch. Oder was hatte ich denn gerade noch? Ich hatte gerade auch noch eine Idee. Entschuldigung. Nee, alles gut. Aber was war das denn? Vielleicht ein süßes kleines Paar Ohrringe. Aber dann bist du auch schon wieder schnell bei der Geschichte mit, wir versenken da eine Menge Geld drin. Ja. Oder man macht dann also das Weihnachtsgeschenk als Ohrringe oder so. Oder das Nikolausgeschenk genau. Da drin als Ohrringe oder so. Ja. Bei mir im Adventskalender, ich habe ja einen gemacht von Stamping Up, sind Gutscheine drin an Weihnachten und Nikolaus. Aber ich verrate jetzt nicht, wofür. Das erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Ist auch eine tolle Idee. Ja. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob die Kunden auch Podcasts hören. Es wäre dann ein bisschen doof, wenn die schon vorher wüssten, was drin. Genau, also Sie wissen, dass Gutscheine drin ist. Das stand ja in der Jobbeschreibung, hätte ich mal gesagt. In der Produktbeschreibung, aber Sie wissen eben, jetzt wissen Sie vielleicht, wenn Sie einen Podcast gehört haben, dass das Weihnachten und Nikolaus ist, aber Sie wissen immer noch nicht, was drin ist. Also, Mund zu. Ich glaube, ich muss nochmal schnüffeln kommen, was in deinem Adventskalender alles so drin ist. Wenn der fertig ist, dann...
Ich habe schon angefangen, die Sachen zusammen zu tödeln und dann geht er bald auf Reisen. Sehr schön. Und dann erzähle ich es dir. Juhu. Aber noch erzähle ich es dir nicht. Schon gar nicht, während wir Podcast aufnehmen. Ja, guck mal, jetzt haben wir doch ganz viele tolle Ideen rund um einen Adventskalender. Und es gibt so viele Ideen, den Adventskalender zu gestalten. Entweder mit unseren Stanzformen, wo man hier so eine kleine Schachtel ausstanzen kann und zusammenstecken kann. Oder hier mit dieser Stanzform kannst du zwei zusammenkleben zu einer kleinen Box. Wir haben aber auch fertige Boxen, ne? Ja, die finde ich Kleine total gut. Pizzaschachtel und so. Oder diese Kissenschachteln. Kissenschachteln oder diese kleinen durchsichtigen Acetatschachteln musst du halt innen noch irgendwie Verpacken. verpacken, damit man nicht gleich sieht. Dann drumherum machen. Also wir haben ja eine Menge da zur Auswahl auch. Wenn man jetzt sagt, ich habe keine Lust, 24 Schachteln selber zu basteln oder noch viel schlimmer, wenn man irgendwie drei, vier, fünf Adventskalender basteln möchte, dann ist das definitiv eine wahnsinnig gute Idee. Oder man nimmt diese große Kiste hier. Ja. Der mit den Schubladen, der ist fertig. Den müsste man nur Genau. noch dekorieren. Wenn Das man ist der den. Ferrari unter unseren Adventskalendermöglichkeiten, ne? Ja, den kann man auch wiederverwenden für die Das nächste. stimmt, ja. Steht ja Gott sei Dank nicht Sonntag der 6. drauf, also. Nee. Das finde ich tatsächlich auch ganz nett, dass man dann einfach nur sagt, ich habe jetzt vielleicht etwas, was ich für ein paar Jahre machen möchte. Ja, genau. So wie bei dir. Deine Adventskalender-Tannenbäume für die Kinder kenne ich ja jetzt schon ein paar Jahre. Genau, die sind beleuchtet. Die sehen auch immer toll aus. Ja. Dann musst du Vielleicht dir müssen wir. ja nur noch Gedanken über den Inhalt machen. Ja, oder vielleicht mache ich auch mal neue dieses Jahr. Das muss ich mir noch überlegen. Das bespreche ich mal mit den Kindern. Ja, dann Gehen wir basteln gehen wir basteln. und shoppen. Ja, für den Inhalt. Bis Also viel Spaß dabei. bald. Bis bald.